Hi, hier ist wieder Sammy Slimani und ihr schaut gerade die Viva Top 100 Kurzversion, in dem ich euch die Top 3 der Woche und meinen absoluten Lieblingsclip und Neuansteiger vorstelle. Und wir starten direkt mit Fifth Harmony und den Song Worth It featuring Kid Ink. Absoluter Updance-Song von mir und meinen Freunden. Also wenn dieser Song läuft, habe ich einfach eine absolut gute Stimmung. Schaut mal rein. Give it to me, I'm worth it. Auf der diesjährigen Met Gala in New York haben sich Rihanna und J.Lo einen wohl unausgesprochenen Wettkampf geliefert, wer nun wirklich das transparentere Kleid trägt und somit mehr Haut zeigt. Ich muss sagen, das ist ziemlich unentschieden ausgegangen, denn keiner von beiden konnte noch mehr Haut zeigen. Dagegen liefern sich die beiden einen Chartkampf. Und Rihanna schafft es mit ihrer neuen Single American Oxygen nicht über Platz 39. Da muss ich sagen, J.Lo wird wahrscheinlich mit Feel the Light eindeutig besser in den Charts vertreten sein. Hier ist der Clip. Feder, der mit bürgerlichen Namen Adrien Federoconi heißt, stammt aus Nizza, was an sich nicht das schlechteste Pflaster für einen Hausproduzenten ist. Und damit er natürlich die breite Masse erreicht, braucht er natürlich Unterstützung mit einer Stimme. Und die hat er sich in Form von Lies geholt und ist in dieser Woche der höchste Neueinsteiger. Hier ist der Clip, Feder featuring Lies und Goodbye. MadCon können auch Disco-Funk, denn ihr sommerliches Don't Worry featuring Ray Dalton hält sich schon seit einiger Zeit. Seit dem 1. Mai gibt es die Single auch physisch zu erwerben und bei uns seht ihr jetzt den Videoclip. Margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Lost Frequencies und Are You With Me scheint sich an der Chartspitze festgesetzt zu haben. Aber es gibt noch einen, der sich erst recht festgesetzt hat. Und das ist Wiz Khalifa featuring Charlie Puth und See You Again. Der Paul Walker-Effekt scheint also noch sehr, sehr lange anzuhalten. Wir können uns also auf einen Frühling mit den beiden auf der Chartspitze freuen. Das sind die Charts. Hier seht ihr noch See You Again. Und ich sag euch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. So let the light